Ja klar, war natürlich nach der sehr turbulenten Woche, dass wir im Fokus standen, beziehungsweise auch weiterhin stehen, gerade was die nächsten Spiele angeht. Das war uns allen bewusst. Ich habe auch der Mannschaft gesagt, wir stehen unter Beobachtung, wir haben eine Verantwortung gegenüber den anderen Mannschaften in der Liga. Und so sollen wir das Spiel auch annehmen und so sollen wir dann auch ins Spiel gehen. Und das hat die Mannschaft natürlich unfassbar gut zu Beginn gemacht. Sie hat ein Feuerwerk abgebrannt, Wien war etwas überrascht. Hatten die erste Möglichkeit schon in der dritten Minute durch Grinkic. Kolbe gut hält, hat dann durch das Tor von Biancardi, der sechsten Minute, glaube ich, wo der Ball natürlich über die Hand von Kolbe springt und wir in Führung gehen konnten. Hat natürlich ein bisschen Wirkung gezeigt, hat danach nochmal Möglichkeiten durch Grinkic und Bergmann zum 2:0. Das war wirklich sehr, sehr ordentlich, was die Mannschaft in den ersten Minuten gezeigt hat. Klar war aber auch, du darfst Wien nicht dazu einladen, zu Kontersituationen zum einen, und du darfst natürlich gerade die unfassbar guten Stürmer nicht so leicht dann in Szene setzen. Und wenn man ehrlich ist, wir haben uns heute selbst geschlagen, bei aller Qualität nochmal, die Wien hat, aber die Fehler, die wir dann zu diesem Gegentor gemacht haben, gerade zum 1:0, diesen langen Ball unterschätzt, und Schäffler war es, glaube ich, noch, der das 1:0 macht, 1:1 macht, haben wir dann den Gegner natürlich auch zurück ins Spiel gebracht und haben dann durch zwei leichte Ballverluste die Stärke, die Wien hat, im Umschaltspiel, defensive, offensive, dann zur Geltung gebracht, und da sind sie schwer zu verteidigen und haben dann auch die Tore zum 2:1, 3:1 gemacht. Und klar, dann musst du natürlich schauen, dass wir Ruhe ins Spiel bekommst. Das haben wir dann auch geschafft. Klar, in der zweiten Halbzeit war es wichtig, beziehungsweise auch in der Halbzeit, die Mannschaft aufzurichten, sie dazu animieren, weiter daran zu glauben. Mit dem 3:2 bist du wieder zurück im Spiel. Das ist dann auch gelungen, mussten aber immer wieder auch höllisch aufpassen auf diese Kontersituationen. Und für die Zuschauer insgesamt ein gutes Spiel, ein interessantes Spiel. Es ging rauf und runter. Mit Chancen auf beiden Seiten, noch eine gute Möglichkeit gehabt durch Godak, kurz vor Schluss, Handspiel im 16er, keine Ahnung, ob es das war. Natürlich auch auf Wiener Seite noch Chancen zu dem einen oder anderen Tor. Meiner Meinung nach 4:2 abseits, aber das war dann nicht entscheidend, und von daher müssen wir jetzt die Niederlage akzeptieren.